Der Ostseefjord Schlei, ohne Zweifel eine der schönsten Landschaften in Schleswig-Holstein. Die Ruhe des Wassers, die Unberührtheit der Natur, keine Hotelkomplexe, kein All-Inclusive, dafür Zeit und Raum für echte Entspannung. Genau deshalb ist die Region letztlich auch so besonders schützenswert. Stichwort Nachhaltigkeit. Werner Kuhr, was ist das Einzigartige an der Natur, an der Landschaft hier rund um die Schlei? Ja, wir stehen hier im Naturschutzgebiet Rehnsholm-Schlei. Und das ist deshalb so bedeutend und wichtig, weil wir hier den größten zusammenhängenden Bestand einer sehr seltenen Pflanze haben, dem Teufelsabbiss. Sie ist die einzigste Wirtspflanze für einen sehr seltenen Schmetterling, den goldenen Scheckenfalter. Das Ziel ist klar definiert. Die Region Ostseefjord-Schlei möchte das erste nachhaltige Reiseziel in Schleswig-Holstein werden. Dieser Anspruch umfasst viele Bereiche, zum Beispiel auch die Gastronomie. Ja, und seine Leidenschaft nicht nur beim Kochen, auch beim Essen. Man sieht es ihm auch an. Ach, es geht noch. Ist noch alles in Ordnung. Nils Norbert Stark. Darf ich mal ganz kurz fragen, wie muss ich mir das vorstellen? Wie lässt sich ein Restaurant wie deins hier in Kappeln nachhaltig führen? Ja, das geht einfach. Man muss die Leidenschaft zum Produkt, die Leidenschaft zum Essen. Man muss mit seinen Nachbarn reden, weil der Nachbar ist hier natürlich der Fischer. Die Kartoffeln von den Bauern hier aus der Nachbarschaft, den wir kennen, sie schmecken einfach. Sie sind einfach gut und toll. Wir wissen, was da ist. Wir wollen es selber gerne essen. Ich muss alles das, was ich hier habe, muss ich auch selber essen wollen. Das sieht ja hammermäßig aus. So. Dankeschön. Und genau so schmeckt es auch. Ein weiteres wichtiges Thema in Bezug auf Nachhaltigkeit ist eine ökologische Mobilität. Hier arbeitet die Region Ostseefjord-Schlei mit einem Unternehmen zusammen, das sich unter anderem mit Ladekonzepten für Elektrofahrzeuge beschäftigt. Ja, hier in der Region gibt es schon einige Ladesäulen, wie zum Beispiel hier von den Schleswiger Stadtwerken vorm Schloss Gottorf. Wir haben in Bußdorf, in einem der Schleidörfer, einen E-Carsharing-Verein mit einer eigenen Ladestation schon etabliert. In Zukunft sollen auch an Bahnhöfen oder in anderen ausgewählten Orten E-Fahrzeuge bereitstehen, sodass man von da aus dann in die Tourismusregion reisen kann. Klar ist, es führt kein Weg an E-Mobilität vorbei. Ebenso wenig an den anderen Beispielen für einen nachhaltigen Tourismus. Die Weichen sind gestellt und das Bewusstsein für die eigene Umwelt ist da. Und das ist auch kein Wunder. Man muss sich hier an der Schlei nur mal umschauen. Dann weiß man, wofür man es tut.